Hallo meine Freunde, ich grüße euch heute aus dem Kellergym. Club ist erstmal passé durch die ganzen Corona-Maßnahmen und ich denke mal, das wird sich jetzt den Winter über hin so zuziehen und dann im Frühjahr, April vielleicht werden wieder die Vereine und die Studios so für alle wieder geöffnet. Die 2G-Plus-Regel heißt jedes Mal vor Trainingsbeginn testen wegen den Innenräumen und da es keine Tests zu kaufen gibt, fällt natürlich das Training im Club aus, weil kein Test gemacht werden kann. Ganz einfache Logik, aber was willst du dagegen machen? Na gut, Kellergym, da brauche ich überhaupt nichts, da bin ich alleine und heute wird Bankdrücken Nummer 5 ausgeführt. Ja, Besonderheit beim Bankdrücken Nummer 5 ist, ich habe jetzt einen neuen Bankdrückplan, den habe ich mir überarbeitet, jetzt auf mich persönlich umgeschrieben und der läuft folgendermaßen. Ich zeige euch es mal, das sind ungefähr hier 48 Wochen und ich habe bei der Erwärmung zwei verschiedene Einheiten. Einmal für gerade Zahlen wie heute bei der 75 bin ich heute angekommen, 75 Kilo, genau. Und beim nächsten Mal alle ungeraden. Und da baut sich dann halt auch so die Erwärmung auf. Das seht ihr dann im nachfolgenden eingeblendeten Trainingsplan. Und somit trainiere ich erst einmal das Bankdrücken in der Zeit hier im Kellergym. Die Gewichte reichen. Ich habe genügend angespart und habe nur aus dem Verein zwei 20er Scheiben geholt für die Kniebeuge. Aber selbst in der Kniebeuge kann ich nicht die volle Last machen, weil hier ist ein begrenztes Limit an Scheiben, die ich aufstecken kann. Und naja, gut, es sind halt die Umstände, die es halt jetzt hier beim Training gibt. Ist egal. Also, Bankdrücken läuft wie gewohnt. Ich habe mir sogar noch einen Holzbalken aus dem Baumarkt geholt und habe mir einen Zugturm gebaut für Trizepsdrücken. Und das wird beim nächsten Mal auch gezeigt werden. Da muss ich noch ein bisschen was dran rumbauen, aber ansonsten ist er soweit fertig und er funktioniert auch. Gut, Leute, ich werde mich jetzt ins Warm-up begeben. Freue mich jetzt schon auf eure Kommentare. Drückt mir den Daumen, wenn es euch gefallen hat und schreibt mal ein paar nette Zeilen. Leute, ich werde jetzt ins Warm-up reingehen und wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Steht nun auf dem Plan und hier der erste Arbeitssatz mit den 75 Kilo. Ich habe heute mit den 4 Wiederholungen trainiert, ein Haufen Volumen mit 5 Sätzen und muss sagen, naja, es lag halt nicht alles so richtig in der Hand, ist halt eine andere Stange, ist halt eine andere Gegebenheit. Aber ich habe mich dann während des Trainings damit zurechtgefunden, habe es akzeptiert, wie es ist. Auch mit der Gorilla-Hantel, das ist wieder etwas gewöhnungsbedürftig gewesen. Aber ich habe nichts anderes und werde deshalb auch nicht weiter klagen. Es ging dennoch straff vorwärts. Ich konnte gut arbeiten, hatte ein schönes Training unterm Strich, wenn man es so sagen kann, auch beim statischen Drücken. War heute das wirklich exzellent gewesen. Es gab nur diese Handhabung mit der Stange. Das war alles nicht so, wie ich es gewohnt bin, aber ich habe es einfach durchgezogen und
ich denke mal, noch zwei, dreimal Bankdrücken ausgeführt im Keller und dann habe ich mich an alles gewöhnt. Ja, auch von den Räumlichkeiten her ist halt etwas enger, dunkler und ich kann immer nur die Kamera auf einer Position halten und nicht wie im Verein, aber das sind Kleinigkeiten und an denen will ich mich nicht hochziehen, weil das Unsinn wäre. Ich habe zwar Kreide heute mit verwendet, um besser die Gorilla-Hantel greifen zu können, aber die ist allglatt trotz der Rüffelung und naja, das sind auch so Punkte. Zum Schluss habe ich noch ein paar Goals gemacht, dafür war die Gorilla-Hantel sehr gut gewesen und konnte nochmal ordentlich einen Pump in den Arm reinkriegen. Ja, und dann habe ich immer so gewechselt, die Pausen waren doch recht kurz gewesen und dann war auch mein Training für heute beendet im Bankdrücken Nummer 5. Heute gab es mal was richtiges Herzhaftes, Knackwurst und Brot, die war schön geräuchert und schön abgehängt, also würzig ohne Ende und frisches Bäckerbrot.